Einen wunderschönen guten Morgen aus der Naturregion Sieg. Ich habe es ja angekündigt, Kanufahren auf der Sieg. Heute ist es endlich soweit. Heute führt mich mein Kanu über die Sieg von Altorf nach Hennef, etwa 18 Kilometer. Und dann entsprechend mit dem Zug wieder zurück. Ich habe es eben auch schon geguckt, die Zugfahrt dauert 10 Minuten. Also das sind hier wirklich optimale Voraussetzungen für eine richtig, richtig schöne Kanutour auf der Sieg. Ja, und so will ich nicht lange labern. Das Kanu wird jetzt aufgebaut und so wünsche ich euch viel Spaß mit dem Kanu-Abenteuer auf der Sieg. Ich freue mich. Los geht's. Kanu ist ready to depart. Ich habe euch an dieser Stelle den Aufbau erspart. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet den alle schon mehrfach gesehen haben. Ja, und so würde ich sagen, schmeißen wir uns rauf auf die Sieg. Los geht's. So, auf der Sieg bin ich schon mal. Jetzt wird erstmal hier schön ein bisschen die Natur genossen. Einmal noch in die andere Richtung drehen. Einfach nochmal hier auf die Brücke schauen hier. Richtig cool hier. Ja, hier könnt ihr die gewässerkundliche Messstation des Landes NW sehen. Das dürfte, wenn mich nicht alles täuscht, die Messstation Altorf sein, nach der sich der Mindestpegel richtet. Und der liegt aktuell, beziehungsweise heute Morgen um 7 Uhr lag er bei 37 cm. Und die Mindesthöhe sind 30 cm. Sonst darf man hier nicht fahren. Und wie man sieht, kurz vor den 40, das kommt hin. Bestes sommerliches Wetter, also ich kann wirklich sagen, das hier ist genau das Richtige für solche Temperaturen. Zwischendurch mal eine kleine Abkühlung hier. Ich glaube, es gibt auch einige Stellen, wo man baden kann. Aber was vielleicht auch ganz wichtig ist zu wissen, die Sieg darf man grundsätzlich schon befahren, gibt aber sehr ähnliche Einschränkungen wie bei der Wupper. Und zwar nämlich ein Mindestpegel an entsprechenden Stellen. Und du musst zwangsläufig entsprechende Ein- und Ausstiegsstellen nutzen, die aber ausgezeichnet und vorgesehen sind. Und die Hunde bellen da rum wie so Verrückte. Der einzige Unterschied zur Wupper, beziehungsweise zumindest zu dem Teil ab Münxen, ist der, dass man hier keinen entsprechenden Nachweis braucht. Lediglich halt den Mindestpegel. Und man sollte schon wissen, was man macht. Also, das geht jetzt hier alles, das ist jetzt alles komplett ruhig hier, aber es gibt auch einige Wehranlagen, die jetzt hier auf der Tour nicht bei sind, mit Absicht, um es mir einfach nicht unnötig schwer zu machen, die ja nicht ganz so problemlos sind, wenn man das noch nicht vorher gemacht hat. Und ich habe das tatsächlich noch nicht vorher gemacht und deswegen scheue ich mich auch so ein kleines bisschen davor, suche aber auch nicht das Risiko, ich suche eher die Entspannung, die Natur hier. Schön. Hier klatscht die ganze Zeit immer etwas ins Wasser. Ich frage mich, ob das irgendwelche springenden Fische sind oder sowas. Gibt es sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall könnt ihr im Hintergrund diese Fabrikanlage sehen. Schöller Wolle seit 1849. Und auf der anderen Seite kommen wir jetzt gleich auch noch einem relativ großen Gebäude vorbei, was jetzt hinter dem Baum ist. Esslinger Wolle steht da, meine ich, sogar drauf. Ist auch krass, ne, wenn man sich das überlegt. Ich meine, die Wupper war ja früher im Prinzip nur Abwasserkanal für die ganze Färberei und das ganze Gedöns, sag ich mal, was da an der Wupper ansässig war. Ne? Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Keine Ahnung. Ja, ihr könnt es höchstwahrscheinlich schon hören und sehen wahrscheinlich auch. Da vorne wird es jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen wilder. Ist nur die Frage, wie fahre ich das am besten? Versuch mal ganz hier links rüber zu kommen.
Ja, ich glaube, das könnte gut klappen hier. Sehr gut. Einmal reindrehen hier. Ja, sehr gut. Ja, das hat ja super geklappt hier. Super. Ihr könnt euch das nochmal angucken hier. Super. Vorbei ist es mit der Ruhe. Da vorne nächste kleinere Stromschnelle. Beziehungsweise da wird eine ganze Menge Wasser aufgewirbelt. Könnte natürlich auch sehr gut sein, dass da wieder sehr wenig Wasser ist. Auch hier gucke ich mir das halt an, wo ist sehr viel Weiß, wo ist sehr viel Verwirbelung. Und suche mir dann im Prinzip den Weg, wo ich herfahre. Und aktuell sieht es wirklich so aus, ganz links zu fahren ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja, hier muss man sich einfach mal durchtreiben lassen, durchtragen lassen vom Wasser. Einfach auch mal mitgehen hier. Geil. Jawoll. Ja, ich glaube, man braucht nicht zu verschweigen, dass das hier natürlich eine touristische Region ist. Wer hier die Einsamkeit sucht, ist in aller Regel, zumindest in den Sommerferien, an der falschen Stelle. Da ist hinter mir ist aber auch ein Campingplatz. Da sind die Leute massenweise am Baden hier auf der Sieg, in der Sieg. Hier oberhalb die Eisenbahnstrecke, die wird mich später auch wieder zurückführen zu meinem Start- bzw. Zielpunkt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und ich finde es so cool, wie die Leute einfach da im Wasser planschen und einfach das Leben genießen und einfach mal machen und ja, cool. Also, richtig toll. Schöner Campingplatz. Muss ich mir mal merken. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das da oben, was ihr gerade gesehen habt, die Burg Merten sein. Ergo sind wir kurz vor Merten an der Sieg, an der Bahnhaltestelle. Geht halt, glaube ich, auch relativ nah dran vorbei. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich bin ja den Dreitälerweg gelaufen. Und da gab es sehr, sehr viele schöne flache Felder. Und ich bin mal gespannt, wie das aus dem Wasser aussieht. Ja, sowas habe ich auch noch nicht so oft gehabt, dass das Wasser wirklich so wenig ist, dass das Boot halt aufsetzt. Ich habe es extra ohne Finnen montiert, aber ich muss jetzt tatsächlich aussteigen und das Boot hier einfach drüber ziehen. Es geht gar nicht anders, als das hier, weil ihr seht ja hier vorne auch die Steine, ne? Verrückt.
bekommt man wenigstens auch mal eine kleine Erfrischung. Da passt schon alles. Bei den Temperaturen ist das eine sehr, sehr willkommene Abwechslung hier. Und, was ich auch sehr toll finde, ich habe schon zwei Eisvögel hier heute gesehen. Und ich würde fast behaupten, beide sind auch auf Kamera. Aber die sind halt so klein und so flink und so schnell, dass du da keine richtige, ja, professionelle Aufnahme mit hinkriegst. Ne? Aber das finde ich auf jeden Fall cool. Ja, hier vorne haben wir wieder so ein klassisches Ich-muss-mich-entscheiden-Beispiel. Es sieht so aus, als müsste man links entlang fahren. Rechts entlang ist, glaube ich, kein Wasser. Also, man könnte da zu Fuß wahrscheinlich hergehen, aber es macht natürlich wenig Sinn. Deswegen nehmen wir hier die linke Seite und ich höre es da vorne auch schon wieder rauschen. Ich bin mal gespannt. Rechts oder links? Ich glaube, ich wähle... Das sieht beides kurios aus. Ich wähle links. Also hier spricht geradeaus. In der Hoffnung, dass das alles gut gehen wird. Das wird eine Eisenbahnbrücke. Ja, das wird schon klappen. So, kurz davor, jetzt geht's gleich los hier. Mal die Sonnenbrille richten hier und ab geht die wilde Fahrt. Ein paar Stücke im Wasser hier, den wollen wir gerne ausweichen. Ah, hervorragend. Ja, es gibt nicht nur Ein- und Ausstiegsstellen, die vorgeschrieben sind an der Sieg, sondern es gibt auch Badestellen. Und hier haben wir nämlich eine in diesem Bereich hier. Und ich, ganz ehrlich, kann es mir auch nicht nehmen lassen, hier nicht mal ins kühle Nass zu huschen, mich mal ein bisschen zu erfrischen und dann gleich ja, weiterzufahren auf die nächsten, ja, vielleicht noch 5-6 Kilometer. Da hinten ist mein Boot hier. Wahnsinn. Cool. Das ging jetzt ratzfatz, da kam nochmal diese Stufe hier, also man sieht ganz deutlich, da wäre man definitiv nicht weitergekommen. Ich habe jetzt den mittleren Weg gewählt, der wäre ja
ist grundsätzlich möglich, man muss halt Glück haben. Ne? Und umso weiter man rechts kommt, umso eher ist es wahrscheinlich, dass man nicht aufsetzt. Aber gegebenenfalls muss man einfach kurz darüber rumtragen und dann ist man im Prinzip da auch durch. Aber interessant, interessant. Aber das hängt auch maximal davon ab, wie viel Wasser halt führt. Wie viel Wasser die Sieg führt. Ne? Ja, ich würde sagen, ich habe es geschafft. Da im Hintergrund könnt ihr die Autobahnbrücke sehen. Ich glaube, eine Autobahnbrücke ist es. Ein finaler letzter Schwall kommt noch. Da hinten wird auch wieder gebadet. Ja, warum auch nicht, ne? Bei den Temperaturen. Perfekt. Ja, während hier im Hintergrund das Boot trocknet, damit ich das gleich entsprechend verpacken kann und zu Hause nicht nochmal auspacken muss, nutze ich jetzt die Gelegenheit und mache mir eine Kleinigkeit zu essen, die ich die ganze Zeit schon mit mir rumtrage hier. Und zwar gibt es heute noch einen leckeren Gulaschtopf ungarischer Art auf dem X-Boil ultraleicht, also richtig tolles Setup. Das nutze ich gerne auch, ja, wenn ich keine Wanderung mache, wenn ich mal irgendwo Bock auf einen Kaffee habe. Jetzt gerade vielleicht keine Kaffeemaschine ja, griffbereit ist sozusagen, aber ich habe es genauso gut auch schon zu Hause gemacht, einfach ja so ein bisschen Outdoor-Feeling zu haben. Also schaut gerne mal bei X-Boil vorbei, schöne Grüße an den Leo, richtig, richtig, richtig mit Abstand geiler Kocher. Also sorry, wenn ich das so in überschwänglicher Form sage, aber es ist definitiv ein richtig, richtig geil und klug durchdachtes Konzept mit dem Kocher, mit dem Titan und alles ultra leicht. Also wie gesagt, schaut mal gerne bei X-Boil vorbei. Richtig geile Nummer. So, Mahlzeit würde ich sagen. Boot trocknen noch die letzten Minuten. Ich werde mir jetzt erstmal meinen Gulaschtopf schmecken lassen. Ich habe nämlich übelst Hunger und ich habe diese Strecke komplett unterschätzt. Das waren jetzt knapp 18 Kilometer. Das hatte ich irgendwie auch am Anfang des Videos gesagt, aber ich habe die 18 Kilometer einfach unterschätzt. Zumal ja, ich eigentlich gedacht habe, ich komme mit zwei Müsli-Riegeln ein bisschen zu trinken hin. Aber dem ist nicht so. Deswegen muss ich mir jetzt dringend meinen Gulaschtopf hier reinpfeifen. Und dann geht es im Prinzip, ja, ich würde mal sagen, einen Kilometer bis zum Bahnhof. Ich weiß, in Hennef sind die Siegpromenaden noch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da eine Ein- oder Ausstiegsstelle ist. Da führt mein Weg allerdings dran vorbei. Das werde ich auf jeden Fall mal gucken und bei einer zukünftigen Tour dann entsprechend noch ein Stückchen weiterfahren, um da eine Siegpromenade im Prinzip dann da auszuboten. Dann ist der Weg nämlich bis zum Bahnhof noch kürzer. Aber jetzt erstmal guten Appetit. So, ihr seht, das Kanu ist verpackt. Also ich kann euch sagen, bei den Temperaturen trocknet das nicht nur ratzfatz, sondern das Material ist auch sehr weich und geschmeidig. Richtig cool. Also, liebe Naturregion Sieg, ich komme definitiv wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben geben. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.